Angesichts der wachsenden Ansprüche, die vor allem aus Politik, Handel und Verbraucherschaft kommen, stellen sich immer mehr Landwirte aktuell die Frage, wie sieht die Zukunft der Schweinehaltung tatsächlich aus? Wie kann man den Tieren insgesamt bessere Lebensbedingungen anbieten und wie müssen wir da unsere Stallhaltungssysteme anpassen? Im Experimentierfeld DigiSchwein beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Anwendungspotenziale bietet die Digitalisierung auch im Bereich der Schweinehaltung auf die Fokusthemen bezogen des Tierwohls, der Tiergesundheit, der Nachhaltigkeit und natürlich auch der Betriebswirtschaftlichkeit. Hier in der Versuchsstation in Wien ist das Ziel, eine Farm-Management-Software namens DigiSchwein zu entwickeln. Und hierfür werden unterschiedliche kommerziell erhältliche Sensortechnologien verbaut, sei es Kameras oder Mikrofone zum Beispiel. Dass es wirklich auf eine kontinuierliche Tierüberwachung auch abzielt. Das heißt, man ist wirklich 24 Stunden mittels Technik im Stall. Das schafft kein Landwirt. Es geht uns also nicht darum, den Landwirt zu ersetzen, sondern ihm eben ein Hilfsmittel zu geben für die Tierbeobachtung und Tierkontrolle. Und das andere ist eben, dass natürlich dann auch Alarm gegeben wird, wenn etwas nicht stimmt. Und hier schauen wir uns eben die drei großen Bereiche an. Tiergesundheit, dann geht es um Geburtsüberwachung bei den Sauen. Und dann geht es vor allen Dingen auch um das Halten nicht kupierter Tiere. Und hier ist eben das Stichwort Schwanzbeißen. Und wann tritt Schwanzbeißen auf? Hier geht es um die Früherkennung, damit auch Maßnahmen ergriffen werden können, um das zu verhindern, durch zum Beispiel automatisierte Beschäftigung. Wir untersuchen die Tiere eben sehr engmaschig. Tierärztliche Untersuchung, Tiergesundheit, wir schauen uns die Schwänze an und gleichen dann ab. Ist das, was uns die digitale Technik sagt, wirklich wahr? Also würde der Tierarzt zu demselben Schluss kommen? Das ist unsere Rolle. Das Ziel ist mitverfolgt, dass das Wissen, was wir in diesem Projekt erlangen, auch transferiert wird in die landwirtschaftliche Praxis, um eben die Schweinehaltung in den Bereichen Tierwohl, Nachhaltigkeit und Betriebseffizienz weiter voranzubringen.